können mir nicht verbieten, meine Meinung zu sagen. Weder hier in der Firma noch auf Königsbrunn. Wir sollten sie im Auge behalten und keinesfalls zulassen, dass sie ihren Einfluss weiter ausbaut. Wir können ihren Vorschlägen leider nicht zustimmen. Ab jetzt übernehme ich die Führung der Holding. Er hat mich darum gebeten und ich habe zugestimmt. Ich versuch's ja zu verdrängen. Aber ich sehe immer wieder Sarah und Gregor, wie sie miteinander... Ich könnte wahnsinnig werden. In deinem neuen Lebensabschnitt spielt Jana die Hauptrolle. Bei mir ist es Gregor. War doch klar, dass ich irgendwann einen anderen finde. Du heiratest doch auch Jana. Was mit uns war, ist vorbei. Ja, natürlich. Mach's uns doch nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist, Leonard, bitte. Ich wünsche dir viel Glück mit Gregor. Er ist wirklich ein netter Kerl. Ich weiß. Oh, ich habe die Zeit ganz vergessen. Ich muss dann mal wieder los. Ein Grüß von mir. Mach ich. Hier, Ladenlokal an belebter Einkaufsstraße. 50 Quadratmeter Verkaufsfläche, gute Verkehrsanbindung ab sofort. Hey, das wäre doch perfekt für deinen Sportladen. So. Vergiss es, die wollen alleine 6.000 Euro Kaution. Wie viel hast du denn? 8. 8.000? 800. Oh. Wie viel kannst du bei deinem Job im No Limits beiseite legen? Nicht genug, das geht alles schon fürs Leben drauf. Und so weiß ich auf jeden Fall nicht, wie ich die Kohle für meinen Laden zusammenkriegen soll. Frag doch Andi. Ich frag doch nicht Andi nach Geld. Ich habe, vielleicht kann er dir einen Job besorgen. Und ich habe auch noch was auf meinem Sparbuch. Für meinen Trip nach Goa. Was will ich denn jetzt da ohne dich? Das wirst du schon da drauf lassen, okay? Das ist deins. Hi. Hi. Hey. Sorry, wir wussten nicht, dass du jetzt schon kommst. Problem, lass dich nicht stören. Wie war denn dein Bewerbungsgespräch? Super. Fanden auch eigentlich meine Bilder ganz gut. Cool. Ja, und? Dann haben sie gesehen, dass ich meine Ausbildung abgebrochen habe. Ja, aber das war doch nicht deine Schuld. Dein Chef, der hat dich sexuell belästigt. Es interessiert sie aber leider nicht. Sie nehmen nur Leute mit abgeschlossener Ausbildung. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Ja, das habe ich vor den ersten 12 Absagen auch gedacht. Hey, jetzt schieb keinen Frust. Sollen wir was zusammen kochen? Ihr habt bestimmt Besseres zu tun, also... Ich dachte, ich hätte eine Pechsträhne. Es muss alles bereit sein, wenn der Graf zurückkommt. Ich kümmere mich drum. Ja, und bitte Beeilung, ja? Sofort. Gut. Herr Gott, man könnte ja glatt meinen, Sie hätten ja was zu sagen. Ich will, dass es für Ihren Vater so angenehm wie möglich ist. Aber anderen Leuten scheint das ja egal zu sein. Tja, ich dachte eben, Sie hätten als Geschäftsführerin der Holding wichtigere Aufgaben. Meine Fürsorge für Johannes hat nichts mit Arbeit zu tun. Wie das Aktienpaket, das verkauft werden soll? Die Verkaufsorder geht morgen raus. Was ich nach wie vor für falsch halte. Ich weiß. Sie können es nicht einfach so allein entscheiden. Meinen Sie? Sie sollten wenigstens meinen Vater deswegen fragen. Ich werde Ihren Vater in seinem jetzigen Zustand nicht mit solchen Kleinigkeiten belästigen. Kleinigkeiten? Hier geht's um Millionen. Ich weiß, dass das schwer für Sie zu verstehen ist. Aber Johannes hat nun einmal mir die Entscheidungsgewalt übertragen. Deswegen können Sie noch lange nicht das Geld meiner Familie zum Fenster rauswerfen. Na? Mal wieder eine kleine Krise in der Hochfinanz? Ach, halt du dich da raus. Die geschäftlichen Dinge haben dich doch nie interessiert. Stimmt, das hat sich auch nicht geändert. Eure Geschäfte interessieren mich nicht. Hier geht's um Vater. Er hat gerade einen Herzinfarkt und eine Bypass-Operation überstanden. Wisst ihr, was er jetzt gar nicht gebrauchen kann? Stress. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt.
Du Scheiße. Also, das Zeug muss darüber, so schnell wie möglich. Verdammt nochmal, wo bleibt der Zement? Vladek! Geh zu Piotr! Sag ihm, er soll Heinz anrufen, wo der Zement bleibt! Andi, gut, dass du da bist. Kannst gleich mit anpacken. Gibt's Ärger oder wie? Ja, das kann man wohl sagen. Sie liefern einfach den Zement nicht. Christian, sag Herr Brandner. Wollen Sie mir Kaffee bringen? Nee, ich wollte eigentlich fragen, ob Sie einen Job für mich haben. Ach, haben Sie nicht bei Ihrem Bruder gearbeitet? Doch, doch, aber ich wollte mir noch was dazu verdienen. Geld? Ich brauche mal eine Unterschrift. Ja. Also, das tut mir leid, mein Junge. Zurzeit sieht es schlecht aus. Also, er ist wirklich gut. Alles klar. Und er ist sich für nichts zu schade. Er würde sogar Toiletten putzen. Ja. Naja, ich hatte eher an Betonmischen oder Steine tragen gedacht. Ich will nämlich meinen eigenen Sportladen aufmachen und mir fehlt das Startkapital. Aha. Verstehe. Also, bevor ich meine Firma aufgemacht habe, da musste ich ranklotzen ohne Ende. Drei Schichten am Tag, war gar nichts. Ich habe meinen Helm nicht einmal ab... zum Schlafen abgenommen, das wissen wir, Chef. Chef, kommen Sie mal rüber. Ibrahim? Habe ich das so oft erzählt? Nach dem 423. Mal war es nicht mehr spannend. Andi. Es war nur Spaß, Chef. Viel zahlen kann ich nicht. Okay, ist immer noch besser als gar nichts, danke. Sauber. Johannes kommt heute schon aus Zürich zurück? Vaters Maschine müsste schon gelandet sein. Der würde sich bestimmt sehr freuen. Dann komme ich später auf jeden Fall nach Königsbrunn. Also, bis dann. Und grüße ihn von mir. Mach ich. Tschüss. Ciao. Dann kannst du deinen Vater ja gleich fragen, ob er dir hilft. Also bei deinem Ausbildungsplatz zum Beispiel. Ja, sicher, er könnte mir bestimmt helfen. Theoretisch. Er war ja immer dagegen, dass ich fotografiere. Willst du fotografieren oder nicht? Ich dachte, das war schon immer der Traum deines Lebens. Ja, sicher. Gott, jetzt beeil dich doch. Wir kommen zu spät. Siehst du? Der beste Platz ist mal wieder besetzt. Manchmal ist es das Beste, wenn Sie meinen Gatten einfach ignorieren, Frau Brandner. Das macht er bei anderen auch so. Nanu, du lallst ja gar nicht. Was ist denn passiert? Mein Gott, haben Sie überhaupt keine Würde? Noch nicht einmal in so einem Moment? Na, da kommt er ja. Also, Ihr Vater braucht Ruhe. Keine Streitereien, keine Rechthabereien und keine Machtspielchen. Bitte. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Johannes. Es ist so schön, wieder bei dir zu sein. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Jetzt muss ich erst mal meine Kinder begrüßen. Ja. Leonard, lass dich umarmen. Vater. Ansgar, mein Junge. Vater. Gut siehst du aus. Danke, es geht mir auch gut. Und ich kann es kaum erwarten, Degenhardt in seine Schranken zu weisen. Nein, 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 nein. Du musst dich schon. Oh, natürlich. Brandner. Herzlich willkommen zu Hause. Hallo. Nein, meine Entscheidung steht fest. Verkaufen Sie das Aktienpaket zu den Tageskonditionen, den besten wie üblich. Tun Sie es einfach. Gut. Wiederhören. Du willst ein Aktienpaket verkaufen? Ach, Geschäft. Welches denn? Du bist jetzt wichtig und du musst dich ausruhen. Ja, Vater, tu es besser, was sie sagt. Frau Brandner duldet keinen Widerspruch. Oh, ich dachte, ich kann Ihnen etwas helfen. Kein Wort mehr über den Börsenkram. Sie ist der Chef. Stör ich? Du bist zu früh. Ich glaube, ich bin genau richtig. Meinst du, es lohnt sich dann, wenn ich mich weiter anziehe, oh, oder? Können wir vielleicht erstmal was essen? Ich habe total Hunger. Ja klar, wir könnten was bestellen oder ich koche uns was Feines. Wir könnten auch zu mir rübergehen. Dann hätte der arme Lars auch endlich mal seine Ruhe vor uns. Dann los. Willst du dir nichts anziehen? Das ist doch nur über den Flur. Wie war's denn mit Leonard? Gut. Gut? Nichts Besonderes? Nur den üblichen Familienkram. Hat er dich auch nach uns gefragt?
Ja. Er wollte wissen, ob das mit uns was Ernstes ist. Und? Ist es. Was denn sonst? Ja? Ist schon was anderes als so ein paar Tässchen Mokka tragen, ja? Wenn man an die Kohle denkt, ist das schon okay, Andi. Ja, dann machen wir schön weiter. Ja. Hol uns was zu futtern. Hau rein. Hey, Nico! Hey! Was machst du denn hier? Ich fahr zur Post. Bewerbungsunterlagen abgeben, einschreiben, abholen. Und du? Musst du nicht arbeiten? Dafür habe ich meine Kollegen. Christian, was ist mit seinem Job im No Limits? Den hat er auch noch. Er braucht die Kohle für seinen Sportladen. Wow. Ja, und wenn er weiterhin so ranklotzt, hat er sein Startkapital bald zusammen. Was mit unserem Futter? Ich hol was zu essen. Hey, Nico. Hi. Sag mal, das hier, das gehört auch zum Kind? Das ist das Bein. Halt es richtig rum und du erkennst es besser. Ah ja. Du bist sicher, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist? Natürlich. Ah ja. Jedenfalls scheint es ja ein kräftiges Mädchen zu werden. Ja, du, so wie es strampelt, werde ich mit der Kleinen richtig viel Spaß haben. Tut mir leid, ich musste noch schnell mit dem Krankenhaus telefonieren. Ach, und ich soll dir ganz liebe Grüße von Nico bestellen. Sie kommt später vorbei. Oh, das würde mich freuen. Jetzt müsste sich nur noch Konstantin melden. Tja, ich fürchte, darauf kannst du lange warten. Wieso? Wo steckt er? Das solltest du vielleicht mal Frau Brandner fragen. Konstantin wohnt nämlich jetzt bei ihr, das heißt, in ihrem alten Haus. Ach, tatsächlich? Wieso hast du mir nichts davon erzählt, Elisabeth? Ich wollte damit warten, bis es dir besser geht. Aber es geht mir gut. Was ist hier bitte los? Nichts? Gar nichts. Nichts. Das Essen wäre dann soweit. Ja, dann kommen wir. Nicht? Vielleicht ist Olivia da. Glaube ich nicht. Olivia! Siehst du? Erst mache ich uns was zu essen. Was hältst du von Spaghetti mit Tomatensauce? Köstlich. Gut, was anderes ist auch nicht da. Hoffentlich schiebt Olivia jetzt keinen Fuß, weil ich keine Zeit mehr für sie habe. Glaube ich nicht. Hi Sarah, bin ausgezogen, hab was Besseres gefunden. War nett mit dir, schöne Grüße, Olivia. PS, die Miete bringe ich dir noch vorbei. Das letzte dürfte gelogen sein. Aber man kann doch nicht einfach so ausziehen. Olivia kann. Toll. Kriege ich jetzt einen neuen Mitbewohner her? Keine Ahnung. Sie können auftragen, wir sind dann soweit. Wonach riecht es hier? Schweinebraten. Und dazu die Sahnesoße, die der Graf so gerne mag. Wo haben Sie Ihre Gedanken für den Grafen? Nur leichte Kost. Obst, Gemüse. Und was machen wir mit dem Braten? Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt er nicht auf den Tisch. Ah, ich sehe, Frau Brandner ist schon wieder in ihrem Element. Bestimmen und rumkommandieren. Sie kennen keine Rücksichtnahme, was? Hier geht es um Ihren Vater. Warum mussten Sie ihm eigentlich gleich von Konstantin erzählen? Weil er es früher oder später ohnehin erfahren hätte. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, wie Sie ihm eigentlich den Verkauf des Aktienpakets beibringen wollen. Wird ein ziemlicher Schock für ihn, dass seine Partnerin und Geschäftsführerin ihm derartig wichtige Details verschweigt. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Frau. Würden Sie uns vielleicht einen Moment allein lassen? Liebe Frau Brandner, die Situation mit Natalie habe ich im Griff. Ja? Wenn Johannes erfährt, wie Sie Natalie behandeln, was soll dann das? Wollen Sie mir vielleicht drohen? Ich erwarte nur ein bisschen mehr Kooperation. Hier seid ihr! Ist was?
Nein. Nein, nein. Nein? Also bitte, irgendetwas ist doch zwischen euch. Kann ich endlich mal erfahren, was hier gespielt wird? Hey. Hey. Du packst? Ja, und ich muss heute Abend nach Berlin. Ein Freund will, dass ich bei ihm auflege. Wow, cool. Naja, ich würde lieber zu Hause bleiben. Aber für Geld? Hey, du hast deine Mappe ja gar nicht abgeschickt. Nein, habe ich nicht. Ich habe schon wieder eine Absage bekommen. Die 13. Herr Einschreiben, sehr aufmerksam. Wahrscheinlich taugen die Fotos einfach nichts. Nee, das stimmt doch nicht. Die sind gut. Ja, anscheinend nicht gut genug. Deshalb brauche ich neue. Wenn ich was erreichen will, dann muss man auch was dafür tun. Was? Ach, nix. Und dein Vater? Ich dachte, du wolltest noch nach Königsbrunn. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Also es ging um ein kleines Aktienpaket. Das ist alles nicht der Rede wert, ne? Wenn es so eine Kleinigkeit ist, warum habt ihr euch dann gestritten? Gestritten? Das ist doch nicht das richtige Wort. Wir hatten Differenzen. Was hast du dazu zu sagen, Ansgar? Also, ich hätte sicherlich mit dem Verkauf noch etwas gewartet. Andererseits, sie ist der Boss. Da muss man ihre Entscheidung respektieren. Ich bin davon ausgegangen, dass mein Sohn meine Entscheidung ohne Murren akzeptiert hat. Ja, das dachte ich auch. Anfangs. Tja, also ich war zugegebenermaßen etwas überrascht. Aber wir können durchaus als Team zusammenarbeiten, ne? Ja, ja, also, durchaus. Ja, ich meine, ohne Ansgar hätten wir niemals unser Pharmaunternehmen retten können. Also du siehst, Vater, es gibt keinerlei Grund, sich zu beunruhigen. Ja, ja, ich bin dann auch beruhigt, völlig. Ja, lass uns nach oben gehen. Leonard hat noch zu tun. Nathalie und Carla warten schon im Esszimmer. Neue Fotos für deine... Vorsicht. Für deine Mappe? Was habe ich damit zu tun? Ich würde die Fotos gerne hier machen. Ja, hier gibt's so Dreck und Chaos. Ja, genau deshalb. Na schön, du bist Künstlerin. Aber ohne Helm keine Kunst. Geht klar. Hey. Hi. Hey. Na Männer, seid ihr fertig? Ja, morgen können wir mischen. Sehr gut. Was machst du da? Ihr seid ein super Motiv für meine neue Mappe. Impressionen vom Bau. In Schwarz-Weiß kommt das richtig gut. Ja, meine Schwarz-Weiß-Zeiten sind vorbei, also tut mir leid, entschuldigt. Jetzt guck doch bitte nicht so. Ich will Action sehen. Na bitte, geht doch. Nico, ich würde ein bisschen mit den Sachen aufpassen. Naja, achtet einfach nicht auf mich. Ganz locker bleiben. Das sind wir ja, aber du solltest echt aufpassen, sonst fällst du... Nico! Hey, hey, alles okay? Ja, bei mir schon. Scheiße. Das wird teuer. Das wäre es mal geschafft. Reicht ja auch. Können wir jetzt eine Pause machen? Ich fürchte, wir haben überhaupt keinen richtigen Platz für deinen Kicker. Den finden wir schon. Aber ob das so eine gute Idee ist, dass ich hier einziehe, Ich kann mir keinen besseren Mitbewohner vorstellen. Es sei denn, du ziehst nach ein paar Wochen wieder aus. Bestimmt nicht. Hier bist du. Ich wollte fragen, ob du mit rauskommst. Wir nehmen den Tee im Park. Nein, danke. Ich fühle mich heute nicht so wohl. Oh. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Nein, nein. Wenn etwas ist, du kannst jederzeit mit mir reden. Was meinst du? Nathalie. Der Tod von Hannes war für uns alle ein schwerer Schlag. Du und Ansgar, ihr müsst euch gegenseitig stützen. Ja, das tun wir so gut wir können. Unaufmerksam von mir, möchtest du auch einen? Nein, das ist mir noch viel zu früh. Wie du meinst. Weißt du, Elisabeth macht sich einfach zu viel Sorgen.
Sie will nur dein Bestes. Aber deshalb muss sie mich doch nicht in Watte packen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sie und Ansgar mir etwas vorspielen. Wie kommst du da drauf? Ich glaube einfach nicht, dass die Zusammenarbeit der beiden in der Firma so reibungslos läuft, wie sie immer behaupten. Die beiden arbeiten wirklich gut zusammen. Bitte, wir kennen Ansgar gut genug. Und als ich Elisabeth die Leitung der Holding übertragen habe, hat er mit Sicherheit getobt. Nein, gar nicht. Er hat das ganz schnell akzeptiert. Sag mal, jetzt fängst du ja auch schon an. Johannes, bitte, du hast doch versprochen, dich nicht aufzuregen. Elisabeth, ich rege mich nicht auf. Ich möchte einfach nur wissen, was... Im Park wartet der Tee. Bitte. Wir wollen wirklich nur dein Bestes. Ja, das fürchte ich. Hey, Nico. Es wird schon wieder. Das war's. Eine neue Kamera kann ich mir nicht leisten. Ach komm, mach doch nicht so einen Aufstand wegen so ein bisschen Blech und Glas. Blech und Glas? So ein Profiteil kostet über 1000 Euro. Oh, sorry. Naja, vielleicht kannst du ja mit einfachen Dingen weitermachen. Nicht, wenn ich professionell arbeiten will. Vielleicht war das ja ein Zeichen und ich soll einfach nicht fotografieren. Meinst du, ich kann auf dem Bau arbeiten? Bleib mal locker. Wer weiß, wofür das gut ist. Wofür soll denn eine kaputte Kamera gut sein? Damit du erkennst, wer deine wahren Freunde sind. Was soll das denn jetzt? Wir haben alle zusammengelegt. Jetzt mach schon auf. Hoffentlich ist es die richtige. Die ist besser als meine alte. Die ist perfekt. Aber das kann ich nicht annehmen. Natürlich kannst du. Du musst sogar. Fotografieren ist doch der Traum deines Lebens. Und es wäre doch doof, wenn es an einer kaputten Kamera scheitert. Bringen Sie mir bitte noch ein Stück Torte. Meinst du, Torte ist jetzt das Richtige für dich? Ja, ich habe noch Hunger. Und eigentlich hatte ich mir zum Mittagessen auch Schweinebraten gewünscht. Also ich wiederhole mich nur ungern, aber du musst auf deine Gesundheit achten. Das tue ich, Elisabeth. Oh nein, 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 nein. Aber nicht, indem du rauchst. Du hast also einen besseren Vorschlag? Hast du was getrunken? Ja. Und? Oh, Johannes, dein Herz! Du musst dich schonen! Möchtest du noch einen Tee? Ich möchte, dass ihr mich nicht wie ein Kleinkind behandelt. Wir wollen doch nur dein Bestes. Mein Gott, das war! Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?